Im Irak hat die Partei des schiitischen Klerikers Muqtada al-Sadr die Parlamentswahl mit klarem Vorsprung gewonnen. Nach ersten Auszählungen vom Montag errang seine Partei über 70 Mandate. In einer Fernsehansprache kündigte der Geistliche an, für Frieden und Stabilität einzutreten und gegen Korruption vorzugehen. Viele Menschen im Irak sind frustriert. Grund ist die hohe Arbeitslosigkeit, der schlechte Zustand der Infrastruktur, des Bildungs- und des Gesundheitssystems. Außerdem werfen viele Menschen der Elite vor, sich zu bereichern. Aus diesem Grund hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Massendemonstrationen gegeben. Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi hatte die Parlamentswahl deshalb vorgezogen.